Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Moment, bevor ihr irgendwas starten wollt, muss ich mal kurz was holen. Scheint mal zu sein, sehr gut. Okay. So, Jungs. Hallo, ich will mit dir reden. Eivor, mein liebstes Muskelpaket. Hier in der Nähe ist ein Nest von Wigmunds Männern. Wir werden es ausleeren. Bis zum letzten Mann? Je weniger Läuse im Busch, desto seltener juckt die Musch. So sehe ich das. Mhm. Wie bist du zu Somas hergestoßen? Ich war schon ewig in Englerland. Lange vor Gudrum, Ivar und Uba. Ich habe unter den Nasen von Sachsen und Dänen Schmuggel getrieben. Ich habe gelogen, betrogen und wurde verprügelt. Mein Leben war nicht leicht. Doch ich habe gelernt, Leid zu ertragen und es wegzulachen. Als Soma mich aufnahm, sah sie mehr als nur die Schmugglerin in mir. Ich konnte mich für mehr als nur mich selbst nützlich machen. Für ihre Vision. In einer Welt, in der niemand Vertrauen in dich hatte, schenkte sie dir ihres. Genau. Und das liebe ich an ihr. Eigentlich liebe ich alles an ihr. Hm. Du scheinst diesen Clan fröhlicher und lebendiger zu machen. Weiß Soma das zu schätzen? Wenn ich wüsste, was in den Köpfen anderer Leute vor sich geht, wäre das Leben schrecklich langweilig. Aber Soma scheint mich zu mögen. Auf welche Art? Auf ihre Art. Nur leider nicht so, wie ich es wünschte. Schmerzhafte Wahrheiten ertragen sich leichter mit einem Lächeln auf den Lippen. Ein frohes Gesicht in schweren Zeiten ist wahrer Widerstand. Was hältst du von Somas anderen Kriegern? Galen und Leaf? Ach, Leaf ist wie ein unbändiges Tier. Immer wenn ich ihn sehe, will ich, dass er mich besteigt wie einen Baum und sich unter meinem Arm einnistet. Er redet viel von Ehre. Doch ich kenne keinen Ehrenmann, der einen Brand legt, nur um sich dafür rühmen zu lassen, ihn wieder zu löschen. Und Galen hat das Grübeln zu einer Kunstform erhoben. Seine Selbstgefälligkeit ist einfach liebreizend. Ja, das bringt mich auch nicht so richtig weiter. Wir könnten den ganzen Tag reden, aber vielleicht verlassen diese Sachsen ihr Nest. Wir beide sollten uns das mal ansehen. Meine Männer bleiben zurück und stoßen zu uns, wenn etwas schief geht. Okay, dann los. Komm mit. Aufregend, an deiner Seite zu kämpfen und dich aus der Nähe zu beobachten. Aber nicht zu nah. Sonst bekommst du noch blaue Augen oder Beulen ab. Du würdest deine Ellenbogen verlieren, ehe man die Beulen sehen kann. Aber die lassen wir auf jeden Fall erstmal eben passieren. Na kommt schon, Jungs. Bewegt euch mal ein bisschen schneller. Okay. So. Schauen wir erstmal. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Also, Bogenschützen sind positioniert. Auf jeden Fall haben wir noch zwei Stellen, wo wir mal reinschauen sollten wegen Gold. Und die Wachen scheinen außenrum zu laufen. Okay, also die können wir erstmal ignorieren, denke ich mal. Gut. Die sind da hinten. Hier darf mich niemand sehen. Frage ist, reicht das aus? Von der Reichweite her? Scheint gar keine Wache zu sein, oder? Sie ist zu weit weg. Komm, stell dich wieder richtig hin. Okay, scheint zu weit weg gewesen zu sein. Kommen wir so nirgendwo rein, so wie es aussieht.
der mich jetzt erschreckt? Den habe ich gar nicht gesehen. Hilfe. Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, warum ich zwischendurch immer so leise bin. Ich habe dann immer das Gefühl, ich muss selber den Atem anhalten, weil man mich sonst irgendwie mithören könnte oder so. Also verzeiht es mir bitte, wenn zwischendurch immer mal wieder eine kleine Pause entsteht. Dann bin ich gerade total angespannt und hoffe, dass ich nicht entdeckt werde. Sag mal, sind die alle taub oder was? Na komm. Da oben komme ich nicht rum. Denke mal, wir müssen uns hier... Du bist lauter als Ragnaröks Ende und diese Sachsen sehen dich immer noch nicht. Nicht alle haben solche Luchsohren wie du. Umso schlimmer. Mann, warum ziehst du jetzt noch rechts? So, ist hier jetzt noch jemand? Da können wir theoretisch auch hoch, ne? Komm. Ich versuch's dann mal lieber über diese Seite, nicht, dass da hinten noch irgendjemand vorbeikommt, der jetzt gesehen hat, dass der stirbt. Ach, da unten ist noch einer. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du hast gar nicht mitbekommen, dass der Typ vor dir umgefallen ist. Ich muss auf der Hut sein. Ja, das würde zu der Ratte passen. Oh, hat die mich jetzt erschreckt? Okay. Boah, da ist ja noch einer und dann auch noch so nah. Mein Gott. Herzattacke heute. Hä, wo ist der jetzt hin? Ach, da. Den noch nicht. Du verdammter Scheißhaufen. Ups, wo kam der denn jetzt her? Okay, ich habe jetzt nicht gesehen, dass da unten jemand war. Ups, da war jemand. Vielleicht verstecke ich mich besser unterm Tisch. Nein, aber wo ist der Kerl jetzt? Okay, ich dachte, da kommt jetzt jemand rein. Ah, da ist er. So, erstmal schauen. Da hinten sind noch welche.
da noch jemand um die Ecke? Ich glaube nicht. Da oben muss ich auf jeden Fall rein. Ja, was war denn das jetzt? Sehr schön. Oh, natürlich müsste der mich jetzt sehen. Für dich, ja. Ist nicht dein Ernst. Ist sie jetzt da unten geblieben, oder was? Willst du mich veräppeln? Oh, ist nicht dein Ernst, echt. Toll, wie komme ich jetzt wieder zu der? Was macht sie denn da unten? Oh, nee, ey. Komm ich da runter? Auch nicht. Doch nicht wahr. Wie soll ich denn... Moment, ich bin über das Haus. Bin ich hochgekommen. Sie soll doch einfach mitkommen. Meine Schwerthand ist nicht schwer, sondern treffsicher. Das sind Blitze auch. Und doch sind sie nicht unauffällig. Na komm. Diesmal findest du dich nicht raus. Nutzlos! Dein Untergang naht! Halt dich bereit. Ah, perfekt. Wir haben einen Schlüssel. Das ist auch gut. Ach, der ist unten wahrscheinlich, ne? Yes. Rennen und packen. Ein neues Buch des Wissens. Sehr schön. Brief von Wiegmund. Anbei findest du ein kleines Geschenk, um meine Dankbarkeit zu zeigen. Die Männer sind gut ausgebildet und voller Eifer. Nie sah ich einen Haufen Krieger, der versessener darauf war, sich zurückzuholen, was ihnen zusteht, und es dann zu verteidigen. Deine Treue ist unvergleichlich und ich weiß, dass ich mich auf deine Unterstützung verlassen kann. Der Sieg wird unser sein. So, das ist, glaube ich, nichts zum Kaputtmachen hier. Nee. Okay, jetzt weiß ich nicht, bin ich da oder bin ich... Ne, da wahrscheinlich nicht. Dann bin ich da rausgegangen, reingegangen.
Jägerrüstung. Auch nicht schlecht. Sehr schön. Oh, Mann, wo kommst du denn jetzt her? Ich denke, du bist verletzt. Ach, das ist jemand. Ach, das sind die anderen, die verletzt sind. Die helfen uns jetzt gar nicht mehr, oder was? Na toll. Vor allen Dingen, die wollten doch eigentlich warten, bis irgendwas schief geht hier. Das Problem ist, ich weiß nicht. Hilf mir. Sei meine Augen. Na, da hinten läuft jetzt noch eine Wache rum. Die andere könnte unten sein. Na komm. Komm, mein kleines Opferlamm, komm. Immer den Pfeifen folgen. Das ist ganz unauffällig. Vor allem sieht er die überhaupt nicht. Die sitzt da vorne, so direkt davor, ne? So, sehr schön. Irgendwo links ist noch einer und irgendwo rechts ist noch einer, aber der ist wohl weiter unten. Ach so, hier soll auch noch einer sein. Der hat wohl irgendwas mitbekommen. Das ist gut, wenn er dann noch kommt. Na komm. Komm. Immer schön hochklettern. Jetzt ist er weg. Hä? Na toll. Wahrscheinlich jetzt irgendwo reingegangen. Ich guck aber zur Sicherheit noch mal kurz nach. Sie für mich sühnen. Wir haben, glaube ich, jetzt alles hier geplündert, oder? Was wir irgendwie plündern konnten. Da hinten ist nur noch in einem Außenposten oder was das ist, was? Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Hinter wem war ich jetzt her? Die sind wahrscheinlich... Wahrscheinlich beide unten, wollte ich gerade noch sagen. Da war ich drin. Kann ich denn hier runter? Steht wahrscheinlich irgendwo hier um die Ecke. Sag mal, Jungs, was macht ihr denn hier oben? Vor allen Dingen, warum seid ihr jetzt hier so nutzlos am Rumliegen? Danke, Eivor. Kein Thema. Achso, Köcher ist wieder voll. Sehr schön. Okay, jetzt ist der wieder oben, oder was? Achso, da oben. Ich weise dich auf. Das waren alle. Eigentlich nicht. Aber okay. Und sie sagt, das waren alle. Soll ich mit dir nochmal reden hier? Hallo. Das war sie gar nicht. Okay, dann gehen wir mal hier rum. Warte doch mal auf mich. Ach, diese Stille nach dem Gemetzel. Schade nur, dass es so stinken muss, weil sich alle beim Sterben einscheißen. Halt, stopp. Hier war noch was. Kann die jetzt mal stehen bleiben, damit man auch mal mit ihr reden kann? Also die zu töten war jetzt nicht schwer, aber die alle zu finden war jetzt schon ein bisschen schwieriger, fand ich. Du hast sehr gut gekämpft, Birna. Ist das deine Art, mir den Hof zu machen? Meine Art was?
Ganz ruhig, Dränger. Wir sehen uns in Grantabrück. Ja, und damit haben wir den Gestank... Ah nee, das ist die, die neue Quest, der Gestank des Verrats. Damit haben wir aber auch unsere Quest jetzt beendet. Wir haben diesmal keine Punkte bekommen. Schade, aber ist nicht schlimm. Dann werden wir uns jetzt nach Grantabrück, oder wie es ausgesprochen wird, zurückbegeben. Damit wir da weitermachen können. Da gibt es leider keine Schnellreise hin, ne? Es gibt aber eine Schnellreise relativ in die Nähe. Das ist ja auch schon mal was. Hier müssen wir uns übrigens noch synchronisieren. Ich würde sagen, dass ich das definitiv offline machen werde. Dass ich mich hier synchronisieren werde. Und das ist wahrscheinlich die Sache mit dem Rätsel, nehme ich mal an. Dass wir schon gestartet haben sozusagen, aber noch nicht beenden konnten. Ich werde mich dann offline hier mal synchronisieren. Und ich bin gerade am Überlegen, gibt es hier irgendwo was... Sonst könnte ich nämlich diesen Raubzug hier noch machen. Das sieht mir doch ganz gut aus. Ja, komisches Foto. Ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge nochmal nach hier zurückkehren werden, den Raubzug machen werden, vorher aber nochmal eben eine Schnellreise nach Hause machen und dort, wenn ich es denn kann, ich weiß nicht, wie viel ich gesammelt habe, nochmal meine Rüstung ein bisschen aufwerte. Und offline werde ich jetzt definitiv hier nochmal synchronisieren, damit ich da auch eine Schnellreise hinmachen kann. Und ich sehe gerade, wir haben einen Online-Dienstfehler. Ja, das ist jetzt in letzter Zeit komischerweise etwas häufiger mal passiert. Ich weiß nicht, was Ubisoft da macht, aber zum Glück kann man das Spiel ja offline weiterspielen. So, es werden nur hier diese Fotos oder so von anderen Spielern zum Beispiel nicht mehr angezeigt, aber das ist ja nicht schlimm. Hier gibt es auch nochmal einen schönen Raubzug, den könnten wir dann auch noch... Ach nee, Moment, da, empfohlene Stärke 90, sicher jetzt erst. Okay, dann werden wir auf jeden Fall den hier mit 20 machen und die anderen 55, der ist nicht rot. Wir haben doch noch gar nicht so viel, oder? 31 haben wir, wieso ist der denn nicht rot? Okay, den werden wir aber definitiv in der nächsten Folge machen, den Raubzug hier oben. Und ja, erstmal verabschiede ich mich und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich kann schon gar nicht mehr reden, Mann. Bis dann, ciao.